Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Most Wanted 5 Bundle von Preußisch Gangster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Most Wanted 5 von Preußisch Gangster, das Ganze am 18. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist der 5. Teil der Most Wanted Reihe. Es ist eigentlich gar kein Album, sondern es ist mehr ein Sampler. Wir haben hier das Bundle bestehend aus dem Sample an sich, Most Wanted 5. Dann haben wir als Bonus auch noch den 4. Teil dabei, Most Wanted 4. Eine Maske fürs Gesicht, also einen Mund-Nasenschutz. Dann haben wir hier eine Mütze mit dabei und noch ein Poster. Gut, wir starten immer mit dem Album, mit dem Sample an sich. Das ist dieser hier. Der 4. Teil ist auch noch in Folie. Bedeutet, wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Einmal hier Teil 4 aufschneiden. Ja, will nicht zurecht. Wo haben wir denn die Schweißnaht? Hier unten, genau. So, aber auch die will nicht zurecht. Jetzt mal von dieser Seite. Jawohl, das sieht doch schon besser aus. Gut. So, das ist Teil 4. Der kommt hier in einem Jewel Case. Und Teil 5, also der aktuelle jetzt, der kommt hier in einem Digipack. So, auch hier werden wir mal die Folie öffnen. Hier geht es deutlich besser als bei Teil 4. Aber jetzt... Gut, also das ist das gute Stück, Most Wanted 5 von Preußisch Gangster. Wie wir am Cover schon unschwer erkennen können, sind hier sehr viele Rapper aus den verschiedensten Lagern, aus den verschiedensten Städten mit am Start. Also rein jetzt so vom Cover blicken uns auf jeden Fall eine Menge Gesichter an, unter anderem mit dabei hier Came, B-Tide, Antifuchs, Contra K, Echo Fresh, MC Boogie, Kool Savas, Blockmonster, Finch Asozial, Shakusa, Frauenarzt, Max Cameo, Rilla, Sido, Tamas, Prinz P, Oli Banjo und hier stehen dann auch noch viele, viele weitere. Also ich glaube insgesamt sind es echt über 60 Rapper, die sich hier die Ehre geben. Auf der Seite auch beschriftet mit Preußisch Gangster Most Wanted 5. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Die ist sehr klein gedruckt, weil es einfach eine so unfassbar lange Liste ist. Zwei CDs mit jeweils 27 Tracks, also 54 Stück. Und viele dieser Tracks beinhalten auch mehrere Rapper, also über 60 Rapper hier mit dabei. Dann hier unten links noch die Credits zum Album. Dann hier noch die Labels, die Beteiligten und natürlich ein Barcode. Ja, man kann das Album auch ohne Bundle kaufen, den Sampler. Hier drinnen gibt es kein Booklet oder irgendwie ähnliches. Hier sind dann wirklich nur noch die zwei CDs. Das ist Nummer 1. So sieht das aus. Und dann haben wir CD Nummer 2. Die sieht genauso aus, nur eben mit der CD2 Beschriftung hier. Und hier auch nochmal die gesamte Tracklist für beide CDs. So. Gut, so viel dazu. Wir packen die CDs wieder in die Platzhalter und machen weiter mit Most Wanted 4. Denn 54 Tracks, das ist hier noch nicht alles in diesem Bundle. Wir haben hier noch den 4. Teil. Preußisch Gangster Records präsentiert. Cover ist recht ähnlich, also auch wie bei Teil 5. Schauen wir uns mal kurz an. Haben wir auch hier wieder Brandenburger Tor und Berlin Layout. Und auch hier wieder ohne Ende bekannte Fressen mit dabei. Also wieder unter anderem Sido, Contra K, Liquid Walker, Daniel Gunn, Motrip, Echo Fresh, Frauenarzt, DWO, Manuelsen, PA Sports und. Also ohne Ende
Rapper hier drauf, Preußisch Gangster Most Wanted 4. Und dann haben wir hier die Tracklist. Das sind meines Wissens etwas weniger, und zwar 23 Tracks. Deswegen ist es nur eine CD. Dann haben wir hier dann wieder die Credits, Barcode etc. Dann schauen wir mal rein. So, hier haben wir sogar ein Booklet mit dabei. Sehr schön, wenn es auch sehr dünn ist. Aber hier sind die ganzen Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat produziert, beziehungsweise wer war auf dem Track so drauf. Okay. Und dann gibt es hier noch eine Danksagung bzw. Grüße. Sehr schön. Okay, die CD an sich kommt dann hier in Schwarz und Silber. Die sieht so aus. Also auch wieder hier das Cover drauf. Und dahinter nochmal die Tracklist. Also von der Gestaltung her sehr nah an Teil 5, beziehungsweise Teil 5 dann an Teil 4 orientiert. Dann haben wir ein Poster mit dabei, das lässt sich hier einfach aufklappen. Und zwar haben wir hier ein Poster im Hochformat, Größe A3 müsste das sein. Das Cover auch hier wieder, Preußisch Gangster, dann die ganzen Rapper, die sich hier auf dem Sampler vereint haben und darunter dann Most Wanted 5. Ja, das Poster ist einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch zwei Inhalte abseits der Musik, zwei Textilinhalte. Einmal hier diese Mütze, die kommt hier in Schwarz mit weißem Aufdruck. Und zwar lesen wir hier einmal Most Wanted und auf der Rückseite Preußisch Gangster. Ansonsten haben wir es hier zu tun mit einem Produkt von Beachfield, Original Headwear. So, dann schauen wir mal kurz, was das Material hier ist. Beachfield United Kingdom. So, hier haben wir es. 97% Baumwolle und 3% Elastan. Und das Ganze ist, hier lesen wir es, Made in China. Grüße gehen raus. Und damit nicht genug. Wir haben auch noch einen zweiten Artikel hier gebrandet. Und zwar diese Maske. Auch hier wieder Most Wanted und Preußisch Gangster zulesen. Das S von Most Wanted hier durchlöchert, so wie auch manche andere Buchstaben. Okay. So sieht das aus. Also eine einfache schwarze Stoffmaske. Links und rechts dann entsprechend mit Gummizug für die Ohren. Und dann kann man die hier tragen und entsprechend repräsentieren. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Maske hier fürs Gesicht. Dann haben wir die Mütze, die auf beiden Seiten hier bedruckt ist. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat A3. Dann Most Wanted 4, der Sampler Nummer 4 mit 23 Tracks im regulären Schulcase. Und natürlich das Album an sich oder der Sampler an sich, Most Wanted 5 mit insgesamt 54 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Most Wanted 5 von Preußisch Gangster. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Sampler bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Preußisch Gangster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.